Zweite Runde kurz ist da. Auf geht's zum Film und zum Fernsehen. Sie kennen bestimmt all seine Filme. Das wird nicht reichen. Hier ist Bully Herbig. Dann versuchen wir es mal und beginnen das Duell Film und Fernsehen, Ihr drittes heute Abend, mit dieser Frage. Welcher Film bekam je einen Oscar für bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin? Jenseits von Afrika? Million Dollar Baby? Das Schweigen der Lämmer? Das ist jetzt mal flott geantwortet. Du hast relativ lange überlegt. Mhm. Was hat dir geholfen? Was hat dich gehindert? Ich bin ganz kurz die Darsteller durchgegangen. Ja. Und da erschien mir Schweigen der Lämmer am wahrscheinlichsten. Wüsstest du denn noch? Das ist aber ärgerlich. Ja. Weil sie wissen. Stimmt. Ja, ja. Dann gehen wir doch mal durch. Bester Hauptdarsteller? Anthony Hopkins. Beste Hauptdarstellerin? Jodie Foster. Beste Regie? Ich glaube, Damm heißt der Mann. Jonathan Demme, ja. Und? Bester Film, Schweigen der Lämmer. Oh ja! Hast du den Haken, ne? Stark. Da hast du gebraucht für. Sie ist richtig. Das Schweigen der Lämmer. Weiter geht's mit dieser Frage. Die beiden Dobermänner in der Serie Magnum werden von Mr. Higgins liebevoll Jungs genannt und heißen eigentlich Waldorf und Svetler, Aladdin und Sindbad oder Zeus und Apollo. Aber jetzt klamme Hände langsam. Das geht relativ schnell. Was haben Sie denn gedrückt? Nee, ich hab. Das geht hier gar nichts an. Nein, ich hab. Darf ich sagen? Ja, klar. Können Sie sich auch mal umdrehen. Also Waldorf und Stettler ist was anderes. Das sind das nicht die aus. Sind die nicht die aus der Muppet Show? Na klar, die beiden Eltern. Aladdin und Sindbad ist eine ganz andere Nummer. Mhm. Wäre auch zum Rufen komisch. Mhm. Also. Aladdin, Sindbad, Sindbad. Also Zeus, Apollo, glaube ich, das war dann schon. Ist das korrekt? Ich gehe davon aus, ja. Ich auch. C ist richtig. Zeus und Apollo. Zwei zu zwei. Nächste Frage alleine richtig beantwortet. Heißt Duell gewonnen. Das gilt für beide. 2 zu 2. Und das heißt natürlich eigentlich ein bisschen mehr, weil es heißt, dass die Reise weitergeht. Richtung Champion der Champions. Aber da oben sitzt ja eine junge Dame, die es schon geschafft hat, die mitfiebert und die nach wie vor allen anderen auch die Daumen drückt. Ja, natürlich. Also ich bin der Meinung, wer viel weiß, der hat es auch verdient. Ist völlig in Ordnung. Okay, Sie wissen viel, aber es geht hier nicht nur um viel, sondern es geht um alles. Und zwischen Ihnen beiden entscheidet sich alles. Wenn Sie durchgehen, spielen wir Finale. Wer nicht, ist Sie Quiz-Champion. Möglicherweise die entscheidende Frage. Sie lautet, welche dieser James-Bond-Filme, Darsteller und Girls, sind als einzige in einem Film versammelt? GoldenEye, Pierce Brosnan und Mayday. Diamantenfieber, Roger Moore und Solitaire. Oder Goldfinger, Sean Connery und Pussy Galore. Hier ist schon gebuzzert. Noch 4 Sekunden. Ha! A oder C? Endlich mal. Hast du H gesagt? Und ja. Aber gibt's ja, H haben wir ja nicht. Ich musste ja drücken. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Also so ein bisschen geraten und Also ich sag mal so, ich hatte Wahl zwischen A und C, weil
weil ich weiß, dass in einem Sean Connery James Bond mal eine Lady dabei war, die Pussy Galore hieß. Er hat Pussy gesagt. Ja, ich weiß, es steht da. Ich hab mich das eh immer gefragt. Ich meine, es gibt sogar einen James Bond, der heißt Octopussy. Im Grunde, jetzt dachte ich, weiß ZDF, jetzt nehme ich mal das A. Okay. Und Sie, Herr Waldenberger, haben das gewusst? Ja, das ist richtig. Da sind Sie sicher, müssen Sie nicht umdrehen, da brauche ich gar nicht lange quatschen. Oder zuquatschen, so viel Zeit muss sein. C ist richtig. Punkt für Holger Waldenberger. Auf zum vierten Kreuz. Literatur. Ihre Gegnerin, Katharina Thalbach. Hier ist der erste Fall. Wer präsentierte 1950 in seinem Roman Ich, der Robot, die drei berühmten und von ihm erdachten Robotergesetze? War das Douglas Adams, Isaac Asimov oder George Orwell? Antworten. Ein Asimov, ein Orwell haben wir von Katharina Thalbach. Ja, das ist beruhigend. Das ist schön. Weil Sie wissen das und dann ja, das auch ich. Das wissen Sie. Die Hälfte der Kandidaten ist ja Mensa-Mitglieder. Ich bin kein Mensa-Mitglied mehr. Ja. Ich kenne Mensa, das sind die Menschen mit mehr als 130 IQ. Hochbegabten Verein und Isaac Asimov war auch ein ganz berühmtes Mitglied. Deswegen, deshalb weiß man das. Ja, Sie waren Mitglied. Oder ich war mal Mitglied, ja. Ja. Bin ich auch Mensa-Mitglied? Nee. Ja, aber andere Mensa. Andere Mensa.